Grüß dich, darf ich Ihnen eine Frage zu dieser Anlage stellen? Selbstverständlich. Ihr habt Glück, dass ich heute gerade hier bin. Weil ich war bei der Planung dabei und habe geholfen, die Anlagen zu montieren. Wie transportiert man so eine Anlage hier rauf? Das ist sicher sehr aufwendig. Es bedingt eine aufwendige Planung mit kantonalen Behörden, Polizei und Transportfirma. Wichtig ist, dass man mit allen Beteiligten, Grundeigentümern, Gemeinden etc. zusammenarbeitet und allen sagt, wie als was funktioniert. Die Vorbereitungsarbeiten sind umfangreich. Wichtig ist der Dialog und die Suche nach Lösungen mit den kantonalen Behörden und den Umwelt- und Naturschutzorganisationen. Jeder einzelne Schritt wird mit allen Beteiligten abgesprochen. Und für alles muss eine Bewilligung und ein Gutachten erstellt werden. Alle unsere Arbeiten werden übrigens durch eine unabhängige Umweltbaubegleitung beobachtet. Und wenn wir etwas falsch machen, schreiten sie ein und verlangen Änderungen. Der Turm allein ist 95 Meter hoch und mit den Rotorblättern ist die Anlage im Gesamten 140 Meter hoch. Die ganze Anlage ist 330 Tonnen schwer und wird mit dem Schiff von Holland über den Rhein nach Basel transportiert. Und dann werden sie jetzt Nacht mit Spezialfahrzeug auf den Mont Grosin transportiert. Das letzte Stück bis zum Standort ist manchmal fast der schwierigste Teil des ganzen Transports. Darum müssen wir die Strasse an gewissen Stellen temporär mit Alublech verbreitern, damit wir nicht zu viel vom kostbaren Boden beanspruchen. Wir schauen darauf, dass wir die Natur so schonend wie möglich behandeln. Das braucht sicher ganz viel Beton. Ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir sitzen hier auf einer Scheibe mit einem Durchmesser von 19 Metern. Die Scheibe ist zuerst 1,5 Meter hoch, in der Mitte etwa 2,5 Meter. Und diese Menge Beton brauchen wir eben, als wenn dann der Luft kommt, dass die Turbine nicht umgeht. Das Aushubmaterial, das wir aus dem Felsen herausbrechen, brauchen wir auch wieder. Brauchen. Und zwar bauen wir mit diesem Aushubmaterial Montageplätze bauen. Mit Zufahrten bauen, weil unser Ziel ist, dass wir alles Material, das wir hier rausnehmen, wieder verbauen. Wenn wir das Fundament betoniert haben, bleibt ja noch ein Rest, ein Loch offen. Und das Loch füllen wir mit einem schlechten Aushubmaterial, das wir nicht können brauchen für die Strassen und für die Montageplätze. Und am Schluss tun wir alles so humusieren, ihr seht, wir haben alles grün, der Bauer hat sein Land zurückbekommen, wie er es uns übergeben hat. Und am nächsten Frühling können seine Kühe wieder drauf weiden. Der Aufbau von der Turbine mit dem Zügeln vom Hydraulikkran dauert ca. eine Woche, wobei die Montage von der Turbine allein nur 2 Tage geht. Weil wir in der Schweiz etwas weniger Platz haben als in den Flächen von Europa, machen wir unsere Montageplätze nur ein Drittel so gross, nämlich etwa 1000 Quadratmeter. Dort drauf müssen die beiden Kräne oder Lastwagen Platz haben, das Turmstück oder die Rotorblätter bringt. Was sagen denn eigentlich die Bauern und die Umweltschützer dazu? Bevor wir anfangen zu planen, gehen wir selbstverständlich mit dem Bauer reden, ob er mit dem Bau von einer Windturbine einverstanden ist. Und die ihn 20 Jahre lang dafür entschädigen, dass wir sein Land brauchen dürfen. Wenn wir dann mit der Montage der Turbine fertig sind, tun wir sofort wieder humusieren, damit der Bauer möglichst noch vor dem Winter ansäen kann, dass seine Kühe und Ross im nächsten Frühling wieder genug Futter haben. Man sieht natürlich jetzt auch nur, wir brauchen aber den festen Koffer, damit wir, wenn wir eine Reparatur haben,
Oder wenn wir die Anlage in 20, 25 Jahren zurückbauen wollen, brauchen wir ja den Platz wieder, wir brauchen die Strasse wieder, dass wir abtransportieren können. Und darum haben wir auch den Montageplatz, den ihr hier jetzt seht, drunter lassen und haben einfach darauf wieder den Humus angelegt. Dort, wo Miguel Helm ist, ist vor 3 Jahren noch eine Anlage gestanden. Die dreht heute in Neuseeland. Die Montage und der Verlad der Anlage ist 3 Tage gegangen, einfach in der umgekehrten Reihenfolge. Und die Anlage konnten wir abtransportieren, ohne Unfall und ohne Schäden vom Land. Ihr seht, die Windenergie, das ist schon eine saubere Sache.